Hast du, jetzt haben wir das erste Mal, glaube ich, so richtig Usability-Testing gemacht. Hast du schon das Gefühl, dass das irgendwie auch so intern bei der Entscheidungsfindung was irgendwie verändert hat? Ich meine, wir haben jetzt so zwei, drei moderat viele Sachen gelernt, würde ich sagen, in unserem ersten Test. Aber genau, ich wollte nur mal fragen, wie das so bei euch angekommen ist. Ja, den richtigen Impact weiß ich nicht. Wir sind noch nicht so weit im Prozess, aber ich denke, es gibt so zwei Baustellen, wo das hoffentlich weiterhilft. Einmal, wir lernen Dinge, auf die wir selbst nicht gekommen wären. Wir sind alle sehr betriebsblind. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesen freakigen Sizing- und Fitting-Themen, leben in der Fahrradwelt und brauchen halt Tester, bei denen es anders ist. Die Outside sind von unserer Bubble und die geben uns halt Feedback, was wir sonst nicht oder erst hinterher bekommen, wenn es ausgerollt ist von den Usern. Das heißt, das ist auf jeden Fall sehr gut. Da haben wir Dinge gelernt. Zum Beispiel haben wir einen Screen gebaut, den ich für relativ komplex hielt, den ich super geil finde, aber gedacht habe, boah, das versteht doch kein Mensch. Und letztendlich haben alle Tester bisher gesagt, hey, super, genau das erwarten wir verstehen es sofort, super geil. Und ja, das ist natürlich ein guter Lerneffekt in dem Sinne. Das Zweite, was ich mir von dem User-Testing erwarte, ist, dass mein Stakeholder-Management als Product Owner muss ich hinterher mit den ganzen Stakeholdern in unserem Unternehmen über diese ganzen Entwürfe diskutieren. Und da würde ich erwarten, dass, wenn man vorher eine Runde mit Testern gedreht hat, dass dann meine Argumentation gegenüber allen anderen Stakeholdern einfacher wird und ich die Leute schneller und datenbasierter überzeugen kann und man nicht so Meinung gegen Meinung sich Argumente um die Ohren haut. Und ja, aber das weiß ich noch nicht. Da ist so meine Hoffnung und denke, dass wir da auch in die richtige Richtung laufen. Cool, das müssen wir noch rausfinden. Nee, super. Ich bin auch tatsächlich gespannt, ob das bei genau diesen Arten von internen Diskussionen hilft.